Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hatte es im letzten Video schon angesprochen. Diablo 4 ist aktuell zumindest Season 1 und auch Non-Seasonal relativ tot, was die Twitch-Peak-Zuschauerschaft angeht. Was die Spieleranzahl an sich angeht, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Da lässt Blizzard auch keine offiziellen Zahlen raus. Ich denke aber nicht, dass die Zahlen sehr viel besser sind. Und deswegen die Frage, was müsste Blizzard denn reinbringen ins Game überhaupt, um zu gewährleisten, dass die Leute wieder mehr hooked sind, mehr spielen und sich vor allen Dingen daily auch einloggen? Das ist nämlich, glaube ich, das Hauptproblem. Das ist, das habe ich vor allen Dingen in der Kommentarsektion gesehen, dass es keine Aufgaben gibt, die man daily machen kann, die sich so anfühlen, als würde es was bringen. Gerade Spieler, die Level 100 erreicht haben und Überlevel besiegt haben und das Spiel quasi durch haben, denen nochmal eine Herausforderung zu geben, um täglich online zu gehen, was aktuell eigentlich ja nur die Über-Items wären, die aber leider mathematisch gar nicht findbar sind. Deswegen braucht man auf jeden Fall ein Endgame-Content, der einen dazu bringt, wirklich auch daily reinzugehen. Und wieso dafür nicht wirklich Daily Aufgaben reinbringen? Kleine Aufgaben, wie wir es auch in der Season haben, mit diesen verschiedenen Season-Reitern hier, Saisonreise, wo es dann halt Daily unterschiedliche Sachen gibt, wo man 24 Stunden Zeit hat und vielleicht auch Weeklies, wofür man eine ganze Woche Zeit hat, die dann entweder Gold geben oder eine kleine Anzahl an Platin oder anderen Stuff, vielleicht Unique. Vielleicht weekly oder vielleicht monatlich auch sowas wie nochmal zusätzliche Cosmetics. Das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit, um die Leute bei Laune zu halten. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ich die Möglichkeit hätte, daily Platin zu verdienen oder Gold oder ähnliches. Oder weekly oder dann monatlich. Zusätzlich zu der Season und vor allen Dingen auch für die Leute, die vielleicht gar kein Interesse an Season haben, denen die Möglichkeit zu geben, daily irgendwas zu machen, um dann jeden Tag ins Spiel reinzugehen und zumindest etwas zu tun zu haben. Dann muss auf jeden Fall noch relativ viel Quality of Life Balance Änderungen kommen. Einerseits ganz wichtig die Kisten, die endlich mal mehr Platz brauchen, also dass da nicht unendlich, also nicht unendlich viel Platz, aber sehr viel mehr Platz vorhanden ist. Ist wirklich zwingend notwendig. Das kommt ja mit Season 2, dass zumindest mal hier diese Juwelen aus dem Inventar, also aus dem normalen Ausrüstungsinventar rauskommen und einen eigenen Tab hier bekommen. Was ich immer noch nicht optimal finde, aber sehr viel besser als es jetzt ist. Noch besser wäre natürlich, wenn es hier in dem Materialien-Tab mit drin wäre, sodass man das gar nicht mehr irgendwo anwählen kann. Aber deswegen ist es schon mal eine kleine Verbesserung. Quality of Life Sachen ganz, ganz wichtig, dass man sich zu seinen Verbündeten jederzeit hinporten kann und. Das ganze Trading, ich hatte das alles schon mal angesprochen, das ganze Trading muss auf jeden Fall nochmal gepolished werden, dass man nur gelbe Sachen traden kann und es keinen Marktplatz gibt, den ich mir hier anwählen kann und Sachen suchen kann, sondern über eine Discord gehen muss, um mit irgendwelchen Leuten zu tauschen, dass es keinen richtigen Marktplatz hier gibt. Das fehlt mir auf jeden Fall extrem enorm. Mehr Content in Form von Uniques, Aspekten und allgemeinen Items. Also es müssen ja nicht immer die Endgame-Items sein. Es können ja auch durchaus normale Items sein, die ein bisschen was mehr reinbringen. Mehr Level, auf jeden Fall wichtig. Level 100, ich weiß auch immer noch nicht, wieso dieses Cap reingebracht wurde, um später vielleicht mit DLCs dieses Cap zu erhöhen. Klar, aber gerade jetzt in der Anfangszeit ist es so ein bisschen Genickbruch, dass Level 100 das Cap ist, wenn es jetzt so wie in Diablo 3 wäre und dass man immer weiter leveln könnte. Finde ich auf jeden Fall besser, wenn man vielleicht ab Level 100 nochmal ein zusätzliches Paragon-Board hätte, wo dann die Werte nur ganz leicht erhöht werden.
würdet vielleicht am Damage gar nicht so viel ändern, aber man hätte nicht das Gefühl, dass man ein Ende erreicht hat, sondern dass man halt immer weiter kann. Fände ich ganz geil. Wo ich gerade hier im PvP-Gebiet bin, das müsste man auch nochmal komplett überarbeiten, dass es immer noch möglich ist, als Level 100er ins PvP-Gebiet zu PvP-Gebiet auf Weltstufe 3 zu gehen, um dort kleinere Leute zu besiegen. Ist auch immer noch relativ frech, dass es immer noch möglich ist. Gerade auch im Hardcore-Bereich. Leute, geht auf gar keinen Fall ins PvP-Gebiet, wenn ihr netzwerkübergreifendes Spielen anhabt im Hardcore-Bereich. Ganz wichtig, gerade auf Weltstufe 3. Ich hoffe persönlich, dass mit Season 2 gerade mit dem Target-Farming und mit dem Uber-Target-Farming es dann möglich sein wird, quasi im übertragenen Sinne daily was zu tun zu haben, weil man auf diesen Uber-Grind dann geht. Dass es dann egal ist, ob ich noch leveln kann oder sonst irgendwelchen Progress habe, dass wirklich nur noch wichtig wird, die Ubers zu farmen mit einem vernünftigen Prozentsatz. Also es sollte schon auch in der Season in einem vernünftigen Zeitrahmen möglich sein, diese Ubers dann auch zu farmen, dass das nicht übertrieben wird. Ich hoffe, dass das einen dann so viel bei Laune hält, dass der Rest nicht mehr so ins Gewicht fällt. Aber mal Frage an euch, was würdet ihr euch Top Number One wünschen, ganz explizit, dass ihr sagt, ey, ich würde daily ins Spiel reingehen? Für mich ist es ganz klar Dailies. Dailies würde mir das Spiel gerade für den Daily Login viel schmackhafter machen. Das fehlt mir extrem. Gerade wenn man ein paar Klassen schon auf Level 100 hat, fehlt mir das, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Uber-Farming ist quasi unmöglich. Kann man quasi vergessen. Ich wüsste auch jetzt gerade gar nicht, wie ich Ubers farmen soll, als ich sowieso die ganze Zeit schon gemacht habe. Das heißt, irgendwelche Dungeons einfach immer wieder neu zu laufen, die man schon 100 Mal gelaufen ist. Das fehlt mir enorm. Irgendwie eine Daily-Aufgabe. Vielleicht kommt das ja noch in Zukunft rein. Aber was würdet ihr euch wünschen? Was muss unbedingt ins Spiel kommen, dass ihr sagt, ey, ich gehe wieder daily ins Spiel rein? Wenn ihr wissen wollt, was für ein Bild ich hier spiele, den verlinke ich euch mal oben. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich würde mich wie immer natürlich selber voll auf den Kanal freuen. Selber ein Like auf dem Video. Ganz kleiner, mache ich nicht oft, aber kleine Werbung in eigener Sache. Ihr könnt Mitglied werden auf dem Kanal hier für 99 Cent. Habt ihr Emotes frei, kriegt ein Sub-Badge, ähnlich wie auf Twitch. Wenn ihr da supporten wollt, haut da gerne mal den ein oder anderen Euro raus. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.